Hallo liebe Adventsfreunde, willkommen im 10. Türchen. Das wird ein besonderes Türchen, weil ihr mitmachen könnt, wenn ihr Lust habt. Ich würde mich sehr freuen. Es sollte, schon mal wieder ein Konjunktiv, es sollte eigentlich hinter den Horizont gehen. Und zwar nicht nach rechts, sondern nach links. Und manche von euch wissen vielleicht schon, von wem ich rede. Von dem wunderbaren Christopher Marni, der dieses Nomadenleben so krass lebt, wie wenige andere. Er hat vor, ich glaube, es sind jetzt schon 15 Jahre her oder so, das Buch geschrieben Hinter dem Horizont rechts. Nee, links. Links, eindeutig. Links. Auf vier Rädern. Da ist er innerhalb von 8 Jahren mit dem Landy um die Welt gefahren. So, hat dann eben so gelebt. Großartiges Buch, kann ich sehr empfehlen, im Gegensatz zu dem von gestern. Nach diesem Landy-Abenteuer hat er sich gedacht, nein, er ist schon ganz früh auf Motorrad gefahren, aber auf alle Fälle hat er dann aufs Motorrad umgesattelt und ist hinter dem Horizont rechts abgebogen. Mit dem Motorrad, 4 Jahre mit dem Motorrad von Europa nach Australien. Total cool, genial, witzig geschrieben, man lernt total viel und mit ganz viel Selbstironie, also es macht total Spaß. Natürlich wollte ich den auch bekommen für unseren Adventskalender, aber der gute Christopher, der immer noch nomadisch lebt, von wann bis wann war er so unterwegs? Weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, seit ein paar Jahren lebt er in einem umgebauten DHL-Postbus. Hat er sich zum Wohnmobil, nicht Bus, LKW, Bus, irgendwas. Vier Räder, Platz mit Ladefläche. Und der hat sich das halt zum Wohnmobil umgebaut. Und lebt nomadisch mit seiner Freundin, Frau, Lebensgefährtin. Eins von den dreien. Wir hatten E-Mail-Kontakt und total entzückend. Er hat kein Smartphone und auch keinen Zugang zu einem Smartphone, konnte also kein Video aufnehmen. Und überhaupt ist das mit dem Internet alles sehr schwierig. Er hat mich dafür eingeladen, Weihnachten nach Marokko runterzukommen. Man könne sogar noch im Meer baden, so warm es ist. Und ein Teil von mir überlegte immer noch, kann ich nicht anders sagen. So, also, Christopher Marni, zwei Bücher, totale Empfehlung und wie das heutzutage so schön heißt, ich packe das in die Shownotes, schreibe die Bücher halt auch unten hin und dann habt ihr alle Infos und Links, wo ihr die bestellen könnt. Und jetzt kommen wir zu dem Mitmachteil. Also, ich will natürlich ein bisschen was aus seinem Buch vorlesen, aus dem Motorradbuch natürlich. Der gute Christopher hat die Top 10 der Murphys Motorradgesetze verfasst. Ihr kennt Murphys Law, was schief gehen kann, geht schief. Also eigentlich hochwissenschaftlich, ne? So für Versuchsanordnung und so weiter, dass man eben alles bedenken muss, weil eben alles, was schief gehen kann, auch schief geht. Und er hat ein paar ganz wunderbare. Ich muss einen Schluck Wein trinken. Heute Schlittenkufen abgeschleift. Abgeschliffen? Weiß ich nicht. Eins von beiden ist schleifen, geschliffen und eins ist geschleift. Das eine macht man bei Zinnen und beim Schloss und das andere mit Schleifpapier. So, auf jeden Fall habe ich da noch Staub in der Lunge. Die Top 10 Motorradgesetze von Murphy, angeordnet von Christopher Marni. Sehr zu empfehlen. Hinter dem Horizont. Egal, wie gut Sie Ihre Lederjacke geschlossen haben, ein großes Insekt wird durch alle Schichten Ihrer Kleidung dringen und es wird sich dabei immer um eine stichwütige Wespe handeln. Nummer 2. Die Kuh, das Kamel oder das Huhn werden sich just in dem Moment, in dem Sie heranrauschen, zum Überqueren der Straße aufmachen. Vielleicht kann Claudio was dazu sagen. Claudio und Sonja sind ja auch durch Namibia gefahren. Aber obwohl, für Hühner können wir das hier auch sagen. 3.
Eine Erfahrung, die wir wahrscheinlich auch alle schon gemacht haben. Der Himmel wird seine Schleusen genau dann öffnen, wenn Sie es am wenigsten erwarten. Und wenige Minuten, nachdem Sie sich in die Regenkombi gezwängt haben, wird der Niederschlag aufhören. 4. Der einzige rostige Nagel auf 1000 Kilometer Straße landet in Ihrem Reifen. Das überspringe ich, weil ich das nicht so gut finde. 6. Haben Sie sich ein neues Motorrad mit schicken Koffern, einen teuren Helm oder oder das neueste GPS für eine Weltreise gekauft? Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie innerhalb der ersten Woche auf dem Asphalt zu Bruch gehen, proportional zum Wert. Also, je teurer, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze dann irgendwie gleich mal für den Arsch ist. Nummer 7. Der Sprit geht genau auf halbem Wege zwischen zwei Tankstellen zu Ende. Und die befinden sich beide ganz oben auf einem Hügel. Das hatte ich in den Staaten. Alter. Nummer 8. Finde ich einen sehr guten Hinweis. Und muss an die Leute denken, die immer so für alle Eventualitäten, alle möglichen Gadgets und Vorsichtsmaßnahmen und so ergreifen. Sie können viele Bewegungsmelder am Motorrad anbringen, aber das hält die Einheimischen nicht davon ab, in ihrer Abwesenheit mit dem Lenker zu spielen oder sich in den Sattel zu setzen und die heulende Sirene dabei zu ignorieren. Und freilich ist die Batterie dann leer, wenn sie zurückkommen. Also doppelt gearscht und nichts gewonnen. Nummer 9. Nur die Teile am Fahrzeug gehen kaputt, für die sie keinen Ersatz dabei haben. Auch wahr. Und daraus entstehen ja die schönsten Geschichten, ne? Also, ich sag nur, irgendwie Motorrad in Afrika reparieren geht nicht, gibt's nicht. Hat, glaube ich, Bruno irgendwann mal bei Claudio kommentiert. So, und hier der letzte von Christopher für alle Wildcamper. Kann ich so halb bestätigen. Bin ich mal gespannt, wie es euch geht. Auf der Suche nach dem idealen Platz zum Wildzelten war der, an dem sie eben vorbeigefahren sind, besser als der, der kommt. Vormittags bieten sich massenweise gute Plätze an. Sie werden seltener, wenn der Abend naht. Und wenn sie dringend Schlaf benötigen, gibt es keinen einzigen mehr. Kommt bestimmt mal vor. Ich habe tatsächlich immer Glück gehabt. Mein Murphy's Law ist ja also viel harmloser, viel kleineres Level. Ich merke immer dann, dass der Schlüssel noch in der Jacke ist, wenn ich gerade meine Handschuhe angezogen habe. So, was sind eure Murphy's Law Motorradgesetze? Schreibt es in die Kommentare. Alter, die ganzen Sprüche hier von Podcastern und so. Schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich. Sagt Bescheid. Und wo auch immer ihr hinfahrt, hinter dem Horizont geht's rechts. Rechts, ne? Ja. Bis morgen. Dann geht's auch wieder in die Ferne. Tschüss.